Ferrari von Elektroroller Futura. Ich möchte gerade noch ein, zwei Details sagen. Der Elektroroller, das Besondere hieran ist, dass wir unter dem Sitz haben wir noch genug Platz für einen Jethelm. Und darunter ist eine Klappe und darunter ist der Lithium-Akku. Zusätzlich könnt ihr natürlich aber auch ein Topcase kaufen. Und wir haben auch eine Halterung dafür. Das findet ihr auch auf der Homepage von Elektroroller Futura. Das heißt, dann könnt ihr zwei Helme transportieren. Das ist, denke ich, noch eine Besonderheit beim Elektroroller Falcon. Und was anderes, worauf ich hinweisen will, sind die monatlichen Kosten für den Elektroroller Falcon. Ich habe da mal eine Berechnung gemacht und ich konnte das eigentlich selber kaum glauben. Und zwar betragen die monatlichen Kosten für den Elektroroller Falcon 4,25 Euro gegenüber 658 Euro zu einem der meistverkauften Autos in Deutschland. Ich möchte jetzt die Marke nicht nennen, weil nachher werde ich dann verklagt. Und es gibt vom ADAC eine Studie, da kann man genau sehen, welches Auto wie viel im Monat kostet. Und die Quelle dazu seht ihr auch hier im Bild und die Quelle habe ich auch in die Videobeschreibung reingemacht. Also das sind jetzt nicht meine Zahlen. Und das Auto, was wir hier geholt haben, ist einer der günstigen Autos zurzeit. Ihr könnt ja sehen, das Auto kostet 27.000 Euro. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Premium-Auto kauft, dann müsst ihr schon 60.000, 70.000 Euro bezahlen. Also würden dann die Fixkosten wahrscheinlich um die 1.800 Euro pro Monat betragen. Und der Elektroroller Falcon mit 500 Kilometer Fahrleistung pro Monat sind 4,17 Euro zu 658 Euro. Also der Unterschied ist extremst gewaltig. Und wie setzen sich die Fixkosten zusammen? Also die Fixkosten sind immer die Kosten, die anfallen für Versicherung und Steuer und solche Geschichten. Beim Elektroroller Falcon beträgt die Versicherung nur 50 Euro pro Jahr. Galt durch 12 Monate geteilt sind das 4,17 Euro und er ist steuerfrei. Während beim Auto ist die Versicherung natürlich sehr hoch und wenn ihr einen Unfall macht, ist sie noch höher und ihr habt die Kfz-Steuer. Dann die Werkstattkosten sind bei diesem Auto, dessen Namen ich ja nicht sagen will, 56 Euro nach dem ADAC und wir sagen, es sind 5 Euro. Die Betriebskosten sind bei einem Auto 151 Euro. Und das Lustige ist bei der ADAC-Studie ist, dass die Benzinkosten da noch viel niedriger angesetzt sind, als sie jetzt sind. Also eigentlich müssen die Betriebskosten werden jetzt wahrscheinlich bei 200 Euro. Aber das ist natürlich die Betriebskosten zur Zeit der Studie vom ADAC. Und beim Roller habe ich die Rechnung gemacht. 500 Kilometer Fahrleistung pro Monat sind Stromkosten bei 1,10 Euro auf 100 Kilometer, weil die Stromkosten ja gestiegen sind. Früher haben wir gesagt 80, 90 Cent, jetzt sind es eher 1,10 Euro. Sind 1,10 Euro auf 100 Kilometer mal 5, weil 500 Kilometer sind 5,50 Euro pro Monat. Das ist unglaublich. Also der Unterschied ist so gewaltig. Dann rechnet der ADAC noch den Wertverlust. Und der Wertverlust ist immer das allergrößte von den Kosten, weil es ist ja klar, ein Auto kostet sehr, sehr viel und ihr wisst ja selber, ihr fahrt das 3-4 Jahre und zu welchem Preis ist dann verkauft. Und bei diesem Auto wäre der Wertverlust 355 Euro pro Monat. Wie gesagt, das ist die offizielle Studie vom ADAC. Während die beim Elektroroller Falcon haben wir die Annahme gemacht, der Roller wird 4 Jahre gefahren, der kostet 2.399 Euro. Dann wird er für 1.399 Euro weiterverkauft. Sprich, ihr habt einen Wertverlust von 1.000 Euro in 48 Monaten. Dann auf den Monat gesehen 20,83 Euro Wertverlust. Wie gesagt, das ist unsere eigene Berechnung. Und jetzt kommt das Allerbeste. Elektroroller werden gefördert durch die THG-Prämie. Dafür habt ihr einen Link auch reingeschrieben, auch in dem Video, in der Videobeschreibung von YouTube. Und zwar mit 375 Euro pro Jahr. Und das bis zum Jahr 2030. Sprich, wenn wir 375 Euro geteilt durch 12 nehmen, haben wir eine Fördersumme von 31,25 pro Monat. Das bedeutet, wenn wir alles zusammenrechnen, Fixkosten 4,17 Euro plus 5 Euro Werkstattkosten plus 5,50 Euro Betriebskosten plus 20,83 Euro Wertverlust minus 31,25 Euro Förderung pro Monat, kommen wir auf Gesamtkosten von 4,25 Euro pro Monat. Das ist einfach nur ein Witz. Selbst wenn ihr jetzt Nahverkehrsticket holt, müsst ihr wahrscheinlich 100 Euro bezahlen. Ja? Jetzt zahlt ihr 4,25 Euro. Und ihr könnt noch, das ist das Allerbeste, ihr könnt das ja auch finanzieren, den Roller. Also wir bieten PayPal Ratenzahlung an, dann könnt ihr geteilt durch 24 Monate oder sozusagen, müsst ihr den Kaufpreis rechnen. Und wenn ihr aber das Auto, sagen wir, ihr seid eine Familie mit zwei und habt zwei Autos, das bedeutet, ihr habt Kosten für das Auto, die wirklichen Kosten, die wahren Kosten, betragen 1.300 Euro, also mehr als 1.300 Euro pro Monat. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich verkaufe ein Auto,
dann spart ihr 658 Euro jetzt zum Beispiel bei dieser Preisklasse pro Monat. Ihr holt da den Roller als Beispiel und zahlt da vorher noch 4,25 Euro. Wenn ihr, plus ihr bekommt das Geld noch durch den Verkauf des Autos. Das heißt, ihr kauft einen Elektroroller, verzichtet auf ein Auto, tut etwas Gutes für die Umwelt und spart richtig viel Geld. Also im Vergleich 658 zu 4,25 Euro spart ihr dann 653,75 Euro, wenn ich es gerade richtig rechne. Also sprich, Elektroroller sind sowas von günstig und durch die THG-Prämie ist es fast wie umsonst fahren. Und wie gesagt, ein Elektroroller mit dem Falcon fahrt ihr 45 km/h. Mit dem E-Bike, das teurer ist, fahrt ihr bis 25 und habt nur Tretunterstützung. Also das ist wohl, ich war selber überrascht von dieser Rechnung. Die Rechnung mache ich auch bei uns in dem Blog. Wie gesagt, ich sage das Auto nicht und auch nicht die Marke, sonst werde ich bestimmt verklagt. Und die Berechnung der monatlichen Kosten für den Elektroroller Falcon habe ich ja hier mal aufgerechnet. Das ist jetzt unsere Annahme. Und die Quellen habe ich auch reingeschrieben. Ja, also alles spricht für die Elektroroller. Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.